Wir werden heute eine PV-Anlage, die im Bestand läuft, mit einem Netzwechselrichter, einer Netzeinspeisung, eben Überschusseinspeisung für den Kunden ersetzen durch einen Hybridwechselrichter, den wir an der gleichen Stelle montieren, in Zugehörigkeit mit einer LG 16H Prime Batterie. Die Batterie montieren wir unterhalb von dem Wechselrichter, sodass der Kunde mehr Tracker zur Verfügung hat. Das heißt, hier bei dieser Bestandsanlage haben wir zwei Tracker für zwei Dachausrichtungen oder für zwei verschiedene Anlagen. Mit dem Hybridwechselrichter, der mit der LG-Batterie zusammenarbeitet, haben wir dann maximal vier Ausrichtungen, sodass wir vier verschiedene PV-Anlagen anschließen könnten. Der Zählerschrank ist soweit vorbereitet, dass wir hier alles schon soweit erledigt haben. Wir haben Überspannungsableiter, er ist ausgerüstet für diese neue Anlage und kann dann direkt an diesen Zählerschrank angeschlossen werden. Das ist die Zubehörbox der Prime Bodenplatte mit der Frontseite und der Seite zum der Wand, hier beschriftet mit Rear. Die beiden Verbindungsstücke zwischen den Modulen und der Bodenplatte. Das Verbindungsstück der Kopfeinheit mit der Wandhalterung und die Wandhalterung zum Kippschutz. Zusätzlich sind Schrauben enthalten, die Wandschablone, die Bedienungsanleitung, die Langschrauben zum Verbinden der Batteriemodule mit der Kopfeinheit, Kabelverbinder und Durchführösen. Das hier ist die Box der Kopfeinheit, der Steuerungseinheit, wo die beiden Module dann angeschlossen werden. Einmal einen Spacer, wie wir den nennen. Der ist einmal zum Abstandshalten vorhanden und einmal dann später zum Befestigen der Module. Es gibt zwei Stück davon. Das ist die Kopfeinheit, bei uns auch BCU genannt. Batterie-Control-Einheit, Battery-Control-Unit. Und wir haben zweimal ein Verbindungskabel jeweils zu den Modulen. Einmal das für das hintere Modul und das für das vordere Modul. Das ist für die Kommunikation. Und das sind die Verbindungsstücke für die Spannung, also für die Leistung. Los. Wichtig ist, dass das Modul so steht, wie hier zu sehen, dass die Schrauben nach innen zeigen und die Seriennummer auf der Seite hier, dass die Seriennummer mit B endet, weil das zweite Modul bedeutet, das hin zur Wand steht. 3, 2, 1. So, nun nehmen wir die Verbindungsplatte, um die beiden Module mit der Bodenplatte zu verbinden. Im nächsten Schritt entfernen wir die einzelnen Sticker, welche die Anschlüsse der Module schützen. Wie man sieht, haben wir jetzt zwei Anschlüsse je Modul, insgesamt vier Stück. Das eine ist der Kommunikationsanschluss und dann der Spannungsanschluss. Wie erwähnt, auf beiden Seiten ein Spannungsanschluss und ein Kommunikationsanschluss. Nun platzieren wir die sogenannten Spacer-Abstandshalter auf den markierten Plätzen, um einen Handlungsspielraum zum Befestigen der einzelnen Kabel, Kommunikationskabel und Powerkabel von der Kopfeinheit zu haben. Jetzt wird die Kopfeinheit oben aufgesetzt. Dann nimmt man die einzelnen Stecker, die einzelnen Kabel kommen von der Kopfeinheit mit den Modulen. Wichtig ist es, dass bei
dem Spannungskabel, das so eingesetzt wird, man ein kleines Klicken hört und den roten Stift nach unten schiebt, damit es verriegelt ist. Jetzt hat man das Klicken auch gehört. Spannungskabel, Kommunikationskabel. Am Drehverschluss wird wie folgt die Kopfeinheit geöffnet. Jetzt schalten wir die Batterie ein. Die LEDs leuchten alle für mehrere Sekunden beim Einschalten auf. Nach Initialisierung leuchtet nur die On-LED, um anzuzeigen, dass der Speicher in Betrieb ist. Wichtig ist, dass nach dem Einschalten die On-LED anbleibt. Dies zeigt an, dass der Speicher funktioniert. Wenn Sie den folgenden Zustand erreichen, bedeutet das, dass der Speicher erkannt hat, dass er keine Kommunikation zu dem Wechselrichter hat. Dadurch gibt es ein rhythmisches Leuchten der Fehler-LED mit in Verbindung der On-LED. Nun entfernen wir die Spacer. Jetzt. Nach dem Entfernen der vier Schrauben können wir die Abdeckung abheben. Auf beiden Seiten haben wir drei Einführungen für die Langschrauben, um die beiden Module mit der Kopfeinheit fest zu verbinden. Die hinteren drei Verschraubungen sind dazu da, um die Verbindungsplatte mit der Kopfeinheit und dann später zu sehend der Wandhalterung zu verbinden. Die Langschrauben werden hier eingesetzt. Wichtig ist, dass die Schrauben in dieser Höhe fest sitzen, damit man das Verbindungsstück wird so ausgerichtet, dass die Langlöcher hinten sind und die fest sitzenden Löcher vorne. Nutzen wir wieder die gleichen Schrauben wie für unten zum Verbinden der Module. Insgesamt 6 Stück. Nun setzen wir die Abdeckung wieder oben auf und befestigen die mit den 4 Schrauben. Im nächsten Schritt entfernen wir die schwarze Plastikabdeckung. Wichtig zu beachten ist die Seriennummer hier auf der rechten Seite. Diese sollten Sie bitte immer bei der Inbetriebnahme abfotografieren. In der Mitte haben wir den Anschlussbereich für den Wechselrichter. Einmal die DC-Kabel plus minus PE. Sowie kommunikationsseitig je nach Modell, hier jetzt bei Sonos Enable 12 Volt, Ground RS485 Plus und Minus. Zusätzlich haben wir ein Kommunikationsmodul, was per Internetanschluss dann Daten an unseren Server sendet, die wir dann auswerten können, sowie ein Software-Update ermöglicht. Der Speicher ist jetzt soweit montiert, der Wechselrichter ist soweit verkabelt. Wir haben hier die DC-Eingänge von der Solaranlage kommend. Wir haben bei dem Solis 4 verschiedene Tracker, das heißt 4 eigenständige Tracker. Diese Last hier ist einmal Südanlage, PV-Anlage, Strang 1, Südanlage, PV-Anlage, Teil 2. Wenn nachgerüstet wird, könnte man hier Garage, zum Beispiel Garage Ost und Garage West auf eigene Tracker hängen oder einen Tracker in Reserve lassen, sodass man dann immer, wenn man nochmal was dazu baut, dass man dann einfach noch einen Tracker frei hat. Das Gerät hat selber 4 unabhängige
unabhängige Trecker. Wir haben die Batterie schon mal angeschlossen. Das ist die Kabel, die dann zur Batterie gehen. Die Kommunikation für den Wechselrichter ist angeschlossen. Bluetooth-Antenne ist angeschlossen und der Wechselrichter ist ans Netz angeschlossen. Wir hätten hier noch eine unterbrechungsfreie Stromversorgung. Das heißt, das Gerät hängt immer eigentlich am Stromnetz intern. Nur wenn der Strom ausfällt, wird intern ein Drehstromnetz auf diesen Backup-Ausgang geschaltet, sodass man damit eine Notstromversorgung hier jetzt mit dem LG-Speicher mit 7 Kilowatt realisieren kann. Das funktioniert dann automatisch. Könnte man dann aufs Haus aufschalten mit einem Netzumschalter oder sich zum Beispiel eine Steckdosenbox an die Wand bauen, die halt dann im Strom, die halt dann versorgt wird, wenn der Netzstrom auf dieser Seite ausfällt. Um den Wechselrichter und die Batterie zu schützen, montieren wir hier noch eine Dreiphase-Box. Das heißt, diese Dreiphase-Box benötigen wir bei den Speichern von LG 10 und 16H, um den Speicher gegen Überspannung zu schützen, die vielleicht aus dem Wechselrichter kommen könnte, damit dem Speicher einfach nichts passiert. Montageanleitung, Montagewerkzeug, alles liegt dabei. Das heißt, wir haben die Stecker, die wir dafür brauchen, liegen bei, Dübel dabei, Schrauben dabei. Die montieren wir jetzt hier direkt in der Nähe von dem Speicher, damit wir das dann alles anschließen können. Es sind 4 Schrauben dabei. Den Wechselrichter, Inverter und einmal die Kommunikation oder die Stromleitung zur Batterie. Das heißt, wir haben es so weit vorbereitet, dass wir hier beim Wechselrichter entsprechende Kabel beiliegen haben. Zum Anschließen werden die Stecker einfach nur aufgesteckt. Wir haben jetzt diesen Batteriespeicher komplett an die Kommunikation angeschlossen. Das heißt, das blaue Kabel hier ist die Kommunikation mit dem Internet. Die Daten für Updates werden hier aus dem Internet gezogen über diese Platine. Wir haben hier die Kommunikation mit dem Wechselrichter angeschlossen. Das heißt, blau, blau, weiß und die Erdung des Schirms gehen direkt zum Wechselrichter. Damit findet die Kommunikation statt über den RS-485-Bus direkt mit dem Solis S6. Und auf dieser Seite haben wir angeschlossen einmal eine Erde als Schutzfunktion für den Batteriespeicher und Plus und Minus aus der Dreiphase-Box. Darüber wird dann der Batteriespeicher be- und entladen. Nachdem die Verkabelung jetzt fertig ist, kommt die Abdeckblende einfach auf diesen Montageraum mit den beiliegenden Schrauben. Damit ist der Speicher dann fertig verkabelt und fertig montiert.